des cales de bon neve, sous carrière chanteur, ailleurs il va. Robin, Robin, Robin m'a demandé si zusammenzubringen. Ich grüße dazu alle jene Vertreter der Stämme und Sippen, die angereist sind, um den beiden den gemeinsamen Segen der Götter herabzuflehen und die eigenen Wünsche und persönlichen Geschenke zu geben. Das ist nämlich das Ziel einer Hochzeit von Wikinger. Historisch in etwa vor 1000 Jahren, 1500 Jahren, im weitesten Sinne in Europa und vor allem auf den Meeres- und Wasserstraßen herrschten, handelten und Kultur verbreiteten. Nicht nur als wilde Gemeinschaft des Kampfes, sondern als eine Gemeinschaft, die ein erstes gemeinsames Europa der Kulturen geschaffen haben. Man lächelt heute da gern drüber, aber wir haben immer wieder gemeinsame europäische Wurzeln. So wie alle jene, die rund um das Mittelmeer sind, eine gemeinsame Kultur haben, sind alle nördlichen Wasserstraßen von den Wikingern befahren und behandelt worden. In diesem Sinn ist das eine Gruppe, eine Sippe, die versucht, das nachzustellen und nachzuerleben, wie es war, wie sich's anfühlt, wenn man von
Markt zu Markt, Stadt zu Stadt, Freunde besucht, wie ihr, und in unterschiedlichen Sippen quer durch Deutschland, Österreich. Es wird hier drüber geholfen, das Schwert ist ein traditionelle Eigentum dann dieser Familie. Traditionell wäre es das Schwert, das die Braut selber von ihren Eltern bekommen hat. Eigentlich von ihrer Mutter. Gut, wir sind am Anfang dieser Generationenfolge. Und wir sind am Anfang dieses Nachlebens von Wikinger-Tradition. Was aber ganz wichtig ist, ist der Thorshammer. Hammer und Ehe haben wir natürlich in der Sprache. Der Hammer hat eine ganz bestimmte Funktion. Er sorgt dafür, dass die Männlichkeit mit der Weiblichkeit verbunden werden kann. Das ist das Essentielle letztlich in jeder Hochzeit. Und am Ende dieses Hammers, den wir so als Schmuckstück kennen, der speziell als Sippenhammer vor 10 Tagen jetzt geschmiedet wurde und der aus 4 Windrichtungen Meteoriteneisen hat. Also wir haben da Meteoriten aus Schweden für den Norden, aus Sibirien für den weiten russischen in der einen Richtung und aus Südamerika für den Westen und dann haben wir für den Süden Angola. Bitte? Nigeria. Nigeria auch. Es sind einige dort. Da kriegt man nicht, es ist erst einmal sehr selten, dass das gefunden wird. Speziell das Schwedische war schwierig, weil das, der Meteor, der dort in Schweden niedergegangen ist, in der Zwischenzeit unter geschätzt 5-6 Meter ewigen Eis. Also insofern ist das sehr schwer zu bekommen. Der wird der Braut in den Schoß gelegt. Dann kommt rituell zu der zum Vollzug der Heirat, der Hochzeit, Ehevollzug heißt es eigentlich nicht. Das wird jetzt verwehrt, oi 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 oi, laufen, 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 bis sich nichts mehr wehrt. Millionen Tags seien wir getrieben, fünf Volk seien wir gewesen, Thank you.